So, schauen wir mal, wo es denn zur Rüstkammer geht. Ja, schon mal nach hinten gehen. Da sind da noch Durchgänge. In der Außenmauer irgendwo liegen. Ich denke, dass wir jetzt hier richtig sind. Wie spät ist es denn eigentlich? Zwischen 11 und 19 Uhr. Ist die Frage, ob ich den Dienst auch später beginnen kann. Aber es hieß doch unten, oder? Doch, du hast entdeckt, Rathaya Rüstkammer. Neuer Kodex-Eintrag. Rüstkammer. Dies war der Ort, an dem die Ausrüstung einer Streitmacht oder Miliz aufbewahrt wurde. Schwerter, Speere, Hellebarden, Bögen und Pfeile, Armbrüste, Harnische, Helme und so weiter. In Zeiten der Bedrohung war es die Pflicht jedes Bürgers, seine Stadt zu verteidigen. Zu diesem Zweck unterhielt man eine Rüstkammer mit ausreichend Waffen und Rüstungen. Selbst in Friedenszeiten mussten die Bewohner sich oft mit beim Wachdienst abwechseln. Hey, nicht wegrennen. Ja gut, ich soll das... Vielleicht haben wir irgendjemanden, mit dem wir hier mal reden können. Was willst? Spuck's aus. Ja, dann reden wir. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Ich habe mich wieder nicht gewaschen. Aber hoffentlich habe ich meine Schuhe an. Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Jep, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. So, habe ich jetzt die Sachen hier jetzt schon erhalten? Ich schau mal hier rein. Ist das die leichte gepolsterte Rüstung? Ausrüsten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Helm, Gambeson und Knüppel. Hoppala, dann haben wir also den ersten Helm. Aber die gepolsterte Rüstung ist nicht der Gambeson, oder? Gewöhnliche Beckenhaube. Dann haben wir die schon mal auf. Gepolsterte Bunthaube. Kann ich die eigentlich drunter ziehen, die andere drüber? Nein. Armschienen. Was grünes Hemd, Lederwams. Und als Waffen haben wir einen Knüppel. Den rüsten wir jetzt auch mal aus. Das müsste entsprechend die richtige Ausrüstung sein, ja? Mal wieder waschen wäre nicht schlecht. Lederwams ist kaputt. Nee, es müsste alles sein. Ich bin ein bisschen zu schwer. Ich muss mal vielleicht irgendwas verkaufen oder wegschmeißen. Brötchen. Das Brötchen essen. Nee, die muss ich wegschmeißen. Dann ist mir wieder schlecht. Ach, wisst ihr was? Hilft uns auch nicht. Haben wir Hunger? Sattheit? Ja. Wieso kann ich es nicht essen? Ist es schon so verdorben, dass ich es nicht essen kann, oder was? Geht doch. Am besten noch ein bisschen Brennnessel hinterher. Tja, was könnte ich denn loswerden? Ich bin zu schwer. Muss auf alle Fälle was wegstecken. Vom Gewicht her können wir mal schauen. Gepolsterte. Alles verkaufen wir, denke ich, am besten. Können wir uns noch nachher drum kümmern. Dann nehmen wir jetzt hier lieber nichts mehr raus. Wir sehen vielleicht schäbig aus. Beim nächsten Waschzuber mal ein bisschen abwaschen. Dann kommen wir hier eher am Händler vorbei, oder?
Ja. Ich verkaufe irgendeinen Kleinkram beim Händler. Denn eine Truhe habe ich jetzt hier nicht. So. Aber ich habe den Apfel übrigens vertragen. Jetzt bin ich gespannt, warum habe ich denn den Apfel jetzt vertragen? Er ist auf alle Fälle nicht mehr ganz taufrisch, weil er ist ja schon hier ein. Oh, er ist auf 23. Nee, den Äpfel. Oh, die Äpfel schmeißen wir weg. Die Äpfel schmeißen wir weg. Die sind mir zu verdorben. Jetzt habe ich was anderes weggeschmissen. Das wollte ich nicht. Gleich mal schauen, was. Äpfel wegschmeißen. Brötchen essen. So. Und was habe ich jetzt hier weggeschmissen? Oh, mein Schnaps. Ja, geil, wie die Äpfel da weggerollt sind. Das ist ja super. Tja. Muss noch mal schauen, habe ich das Brötchen wirklich gegessen? Jetzt. Jetzt bin ich leicht vergiftet. Eine leichte Lebensmittelvergiftung. Wir wissen alle, was das bedeutet. Ich bin kurz überlegen, da oben in den Busch zu rennen. Und ich bin auf alle Fälle auch zu schwer bepackt. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle ein bisschen was verkaufen. Ja, seht ihr, die kleine Lebensmittelvergiftung hat sich schon wieder verabschiedet. Wahrscheinlich hinten raus mit einem Duft. So. Du kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. Ja, mit 1,6 Kilo zu schwer. Dann verkaufen wir lieber was, bevor wir es einfach wegschmeißen. Die Äpfel kann sich jemand schnappen, der größeren Bedarf an leichten Vergiftungen hat. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt die leicht angeschimmelten Semmeln, wie wir hier in Bayern sagen würde, Brötchen hier im Spiel bewusst gegessen. Ich wusste, sie sind leicht verdorben, aber wir haben gemerkt, der Effekt war nicht allzu schlimm. Wir schauen mal hier beim Händler vorbei. Stehlen, nein. Ich möchte mit ihm reden. Gott sei mit dir. Na, lass uns handeln. Gut. Was verkaufen wir denn jetzt hier? Verkaufen. Armschienen, Baldrian. Ich sag mal, diese ganzen Kräuter werden wir bestimmt für irgendwas verwenden können. Ich gehe jetzt mal nach Gewicht mal grob. Wir sind zu schwer. Ja, viel zu schwer sind wir jetzt eh nicht mehr. Brauchen wir gar nichts. Gewöhnliche Beckenhaube, Arbeitsstiefel, Fackel. Was ich auch mal schauen muss, ist, wo ich meine Ausrüstung wieder flicken lassen kann. Aber wahrscheinlich fehlt uns einfach derzeit das Geld noch. Den roten Kapuzenschal möchte ich behalten. Brandwein, enge olivfarbene Beinlinge, die haben wir an. Grünes Hemd, gepolsterte Bunthaube, Retterschnaps, Ringelblumenaufguss. Der ist doch bestimmt für irgendwas wert, oder? Regeneriert binnen 1 Minute 30 Lebenspunkte, beseitigt die Auswirkungen eines Katers, hebt die Wirkung von Lazarus-Elixieren auf. Salbei, uralte Karte, die wiegen ja nichts, die können wir lassen, die würde ich eh nicht weggeben, die haben bestimmt noch ihren Sinn. Verbesserter Langstreckenpfeil, tatsächlich habe ich gar nicht so viel, wie ich gedacht habe, was ich mal schnell wegverkaufen könnte. Schaufel möchte, die Schaufel ist halt schwer, gell? Was ist denn die Wert? 2,4. Brauche ich eine Schaufel? Wer schleppt schon eine Schaufel mit sich rum? Ich verkaufe die Schaufel. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Falschen. Wir probieren es mal wieder mit Falschen. Ein bisschen die Fähigkeiten verbessern vielleicht. Selbstverständlich. Oder behalte ich die Schaufel doch und tue die dann irgendwann in der Mühle wegstecken. Brech ab. Wer weiß? Ach, jetzt hat sich der Ruf verschlechtert dadurch. Okay. Halt, bleib da, wieder was gelernt. Du kriegst noch irgendwas. Gespräch beenden. Lass uns handeln. Ich verkaufe jetzt noch irgendwas Billiges und die Schaufel nehmen wir es lieber mit. Wer weiß, ob wir die nicht doch brauchen können. Ich verkaufe jetzt einfach ein bisschen was von meinen Brennnesseln hier. Damit bin ich auch das bisschen Übergewicht von 100 Gramm dann auch wieder los. In den Warenkorb. Wir verkaufen 3 Stück, annehmen, Warenkorb prüfen und Handel abschließen. Damit sind wir nicht mehr zu schwer und können jetzt auch den Dienst antreten. Mehl! Backt ihn zu Brot und die ganze Familie. Hinter zur Kirche müssen wir gehen. Heißt jetzt, mit dem wir reden müssen?
Ist jetzt das 12 Uhr läuten? Tatsächlich, es ist 12 Uhr läuten. Also es ist 12 Uhr läuten. Geil. Schönes Detail. Und bald hat man gesagt, die Weißwürste müssen vom 12 Uhr läuten gegessen werden. Also die Weißwürste müssen vor dem 12 Uhr läuten gegessen werden, damit sie eben nicht schlecht werden. Die werden frisch zubereitet. Nachtigall, das ist er. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Und ich habe mich wieder nicht gewaschen. Du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Gut, wir schlafen im selben Zimmer. Es wird nicht so schwer, dass wir sie besuchen können. Ich möchte auch nicht unhöflich sein, gell? Das machen wir nicht. Ich möchte noch Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Das denke ich auch. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Okay. Ich habe mich trotzdem noch gerne gewaschen. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. St. Matthäus, um 12 Uhr läuten. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Mal kleine Stadtführung jetzt hier quasi. Unser Rathaus, ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Maestro Proto Notarius. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Da rechts der Schwertschmied. Ja, die Welt öffnet sich wirklich, wirklich sehr, sehr langsam und das finde ich gut so. Gefällt mir. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Zum Mittelalter hätte man wahrscheinlich zuerst die Frau angesprochen, den Mann angesprochen. Das machen wir jetzt auch mal. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustecken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Inwiefern belästigt sie dich, Meister? Musst du hier betteln, Jana? Du schimpfst dich einen Christenschmied. Die Bettlerin verjagen. Du solltest sie bleiben lassen, Meister Schmied. Wir fragen erstmal nach. Was ist das Problem? Das ist mein Laden. Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Ist schwierig. Er hat natürlich Hausrecht. Ich weiß nicht, ob es das im Mittelalter gab. Aber wenn ihm der Laden gehört. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann nicht Tag und Nacht rumwandeln. Ja, es ist schwierig, sicherlich. Probieren wir es mal auf seine Wie auf Religion. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Was?
weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Ist natürlich schwierig. Wir werden die Armenianer, wir werden der Armenianer beide etwas spenden. Gib Jana Almosen, Schmied. Der Bettlerin einen Groschen geben. Ich gebe der Bettlerin einen Groschen. Ich kann es nicht von dem anderen verlangen. Ich muss jetzt versuchen. Ich finde es schwierig. Wir sind jetzt hier Stadtwache. Es ist sein Laden. Er hat ein gutes Recht. Er hat ja auch schon mal Geld gegeben. Ich kann jetzt nicht von ihm verlangen, dass er wieder Geld gibt. Wir machen das mal. Hier, Jana. Nimm das und geh deiner Wege. Ja, danke. Ich gehe sofort. Jetzt sofort. Gut. Gott segne dich, Heinrich. Und was, wenn sie morgen wiederkommt? Gibst du ihr dann mehr? Du machst einen Fehler. Gibst du ihnen einmal was, wirst du sie nicht mehr los. Hat er selber auch gemacht? Okay. Was ich jetzt aber eins mal schnell mache, ich tue mal mein Schild weg. Einfach nur, weil es gerade nicht so schön aussieht. Und auch bei der Rüstung lege ich jetzt tatsächlich mal eben was ab. Wenn es sein sollte, dann können wir es wieder dran machen. Aber so zerlumpt, wie wir jetzt gerade rumlaufen, den Lederwams aus und auch unsere schönen roten Kapuzenschal. Ja, jetzt ziehen wir wieder ein bisschen, ja, waschen müssen wir uns. So. Glück und gesund. Ist er das? Ja, Nachtigall, jetzt habe ich schon befürchtet, ich habe ihn verloren. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Es ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber hier drüben solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Da wohnt es jetzt gerade zu drin. Nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Harnusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Du hast gelernt, Jan Vögelchen Jeschek. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Charaktere. Hier ist er. Jan Vögelchen Jeschek. Jan Vögelchen Jeschek, also auch eine historische Person, gestorben nach 1393. Jan Jeschek, Vater des jungen Herrn Jan Patschek im Spiel Hans Kapon, war ein mährischer Edelmann. Jetzt nochmal Jan Jeschek, also Vater von dem Kapon. 1349 wurde er Herr über die Hunschowitz gehörenden Ländereien. 1356 herrgte Burg Polner, die er im Austausch für die Felsenburg Sloup Bürgstein erhielt, sowie 1368 Herr von Rathei. Hier ließ er eine neue Gemeindekirche erbauen und benannte die untere Burg in Pirkstein um. Als Jan Jeschek verstarb, war sein Sohn Jan noch minderjährig, daher übernahmen dessen Verwandte die Verwaltung des Besitzes. Erst im Jahre 1412 ging dieser an seinen rechtmäßigen Besitzer. Jeschek war der erste der Herren von Leipert, die den Spitznamen Vögelchen Pchacek trugen. Jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt ein Reh. Aber es ist nur der Hund. Ja, Kirsti, ja, ich gehöre dazu. Ein bisschen aufgeregt. Ich mag die vielen Details in der Stadt. Und vielleicht sehen wir jetzt auch endlich irgendwo mal einen Waschzuber. Ich kann mich selber nicht sehen. Also ich, der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Bin ich mal gespannt, was es im Markt gibt. Gefüllt, mit Leuten von überall her. Na klar, wenn wir jetzt hier so rumlaufen, dann sehe ich mich nicht, aber wenn ich in die Pfütze schauen würde, da spielen wir uns aber nicht drin, oder? Nein. Ich glaube, da vorne ist ein Zuber. Wir haben hier auch eine Bäckerei und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter. Hält sie aber an der kurzen Leine, was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Ich will bloß den Anschluss nicht verlieren jetzt hier an die Nachtigall. Beim nächsten Waschdruck werden wir uns... Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Mhm. Haben wir alles ein bisschen ausgekundschaftet hier.
Aber auch gut zu wissen, dass ich das nicht alles alleine machen muss, sage ich mal, sondern offensichtlich wird man natürlich an die Orte auch immer wieder rangeführt. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Da ist der Jäger. Versuchen wir diese Stadt, jetzt die Stadt auch möglichst gut auch einzuprägen. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Jetzt kann ich wieder nicht waschen. Dein Meister oder Vater, wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Waschen wir uns mit Bier. So, die Schenke kennen wir ja. Ich bin hier der Bedienung etwas beleidigt. Wobei sie wahrscheinlich recht hatte mit dem Stinken. Oh, jetzt habe ich gedacht, er ist weg. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhujet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Ja. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Das würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Da waren wir auch schon drin. Wieder vermisse ich meinen Kopfdrehen-Knopf. Wie viel schöner könnte man hier sich das ganze Tolle anschauen, wenn man den Kopf drehen könnte. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Insgesamt aber durchaus nett hier, auch hier der Wachmann hier, dass sie den anderen jetzt hier rausholen wollen, dass sie nicht merken, dass der beim Saufen ist. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor! Ich. Schweig und beweg dich! Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Kommt er mit? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Aufgabe begonnen. Setz dich zur Nachtigall. Oh, das sieht mir nach Glücksspiel aus. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt.
So, der Narr hat mich ganz schön erzürnt, mich auch. Da möchte ich mir keine Meinung dazu erlauben. Ich bin eher einer von der stilleren Sorte. Ich kenne ihn nicht. Erzürnen tut's mich sowieso nicht. Sollten wir unsere Runde drehen, ist halt aber auch so besserwisserisch, gell? Komm, wir machen einfach, wir machen einen auf Schleimer, mich auch. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber deswegen, genug davon. Ja. Versauen wir uns nicht den Tag. Deswegen sitzen wir hier und spielen. Da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Mal sehen, wem die Glücksgöttin heute ist. Okay, da brauchen wir auf alle Fälle erstmal eine Hilfe. Würfel, willst du dem Glücksspiel frönen, kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfelspiel Farkle oder Farkle versuchen. Ziel des Spiels für zwei Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Oh Gott, nach sowas könnte ich süchtig werden. Also bestimmte 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 und 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. Moment. Punkte gibt es für jede 1 und 5. Sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Alles klar, verstehe. Gepunktet wird wie folgt. 1 ist 100 Punkte wert, 5 ist 50 Punkte wert. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit den Augen. Beispielsweise 3 Vierer sind 400 Punkte wert. 3 Einser sind 1000 Punkte wert. 3 Einser sind 1000 Punkte wert, okay. 4 gleiche Augen sind das Doppelte und der 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punkte für 3 gleiche Augen wert, zum Beispiel das 800 Punkte. Mhm. Ach, auch Straßen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 1500 wert. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 2, 3, 4, okay, da kann man auch Straßen bilden. Dann haben wir die Beschreibung, hier oben ist das Gegnerfenster, unten ist mein Fenster. Die Anzahl an Punkten, die du erzielen musst, die bisher erzielten Punkte, Zwischensumme dieser Runde, Gesamtsumme der eben ausgewürfelten Würfel, okay. Der Zug eines Spielers beginnt immer mit dem Werfen aller 6 Würfel, das haben wir gerade gemacht. Danach wählt der Spieler mit E jene Würfel aus, die Punkte erzielt haben und legt sie beiseite. Es muss immer mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden. Das ist so ein bisschen wie Kniffel, oder? Danach darf der Spieler die verbleibenden Würfel mit F erneut werfen und so weiter. Würfelkombinationen werden nur für den aktuellen Wurf gewertet, nicht für den ganzen Zug. Das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfel Punkte erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher in diesem Zug erzielt wurden, gehen verloren. Oh. Danach ist der Gegner an der Reihe. Aus diesem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht ein einziger Würfel punktet. Oft zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen. Sodass man die Chance auf eine höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seine eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln, wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen. Ah, gezinkte Würfel. Der Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf als Joker anstelle der 1, der als eine beliebige Zahl gilt. So ist zum Beispiel Teufelskopf 1, 1, 1000 Punkte wert. Teufelskopf, die Seite mit dem Joker, erzielt alleine jedoch keine Punkte, sondern nur in Kombination mit einer Zahl. Wenn du nur Joker würfelst, gehst du leer aus. Das mit dem Weglegen habe ich noch nicht ganz verstanden. Ein Punkt, dann Reihenfolgen. Beginnt. Danach wählt der Spieler jene Würfel, die Punkte erzielt haben und legt sie beiseite. Okay. Ich glaube, es kommt durch Spielen einfach. Es ist wie mit jedem guten Spiel, Brettspiel, was auch immer. Erstmal Anleitung lesen, dann ein bisschen spielen, dann die Anleitung nochmal lesen und dann das Spiel verstehen. Okay. Die 1 und die 5 waren die wertvollen. Ah, okay, die muss ich so auswählen. Wir legen also den... Ne, wir legen 3 Sechser beiseite. Den da... wisst ihr was? Wenn ich die alle sichere, kann ich nicht mehr würfeln. Aber die bringen alle Punkte. Ich probiere jetzt mal, was passiert. Würfel beiseite legen. Nee, muss ich die auswählen, die ich nochmal würfeln will, oder?
Hä? Ach, so wähle ich die aus. Okay, Moment. Gewählt. Ach, wenn ich sie nicht... Hä? Moment. Ich verstehe es noch nicht ganz. Die Vierer... Ich check's nicht. Ich verstehe bloß gerade nicht, was das Spiel von mir will, mit dem Auswählen. Ich würde ganz gern die 5 behalten, die gibt Punkte. Ich würde ganz gern die 6er behalten. Punkten und passen. Okay. Die 5 sichert er sich. Aber jetzt wird's was. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Ich hätte es gedacht, dass die Runde an mich gegangen ist. Ist sie aber nicht. Gesamt. Runde 0. Ah nee, doch, ich habe jetzt 56 Punkte. Okay, also die gleichen... Das kennen Leute, wenn beim Wurf kein einziger Würfel punktet, ist der Zug zu Ende. Und sämtliche Punkte gewonnen werden danach zu zählen. Aus dem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird. Ein einziger Würfel läuft tatsächlich aus, nicht alle Würfel. Aber das beiseite legen, wie ist denn das nochmal? Kann also die Straße zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann ich mir nicht irgendwie zusammenbauen, indem ich Würfel zur Seite lege und dann noch nachwürfel, oder? Wir werden sehen. Also, würde ich jetzt sagen, beiseite legen sind 100 Punkte. Tja, und die 2 Dreier... Warum gibt es jetzt keine Punkte, wenn ich die noch auswähle? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Punkten und passen. Ach, ich kann immer nur eine Kombination machen. Punkten und fortfahren. Punkten und... So, was mal jetzt? Er nimmt sich die... 100 Punkte für die 1. Ich werde schon noch verstehen. 2 Einser. 200 Punkte. Also man kann sich keine Straßen zusammenbasteln. Also nicht wie Kniffel. Noch führen wir. Jetzt nicht mehr, oder? Du bist. 1250 Punkte hat er jetzt. Ich glaube, ich nehme mal die 2 Vierer raus. Wieso geht es jetzt wieder nicht? Achso, es müssen 3 sein, oder? Nochmal nachschauen. Es müssen mindestens 3 sein, okay. Dann punkten wir doch mit den 2 Einsern hier. Punkten und fortfahren. Punkten und passen. Ne, wir fahren fort. Wir wollen nochmal würfeln. Jetzt langsam fällt der Groschen. Oder der Würfel in diesem Fall. Wir können punkten. Wir machen punkten und fortfahren. Hoffentlich haben wir noch was Passendes. Nein. Haben wir nicht alle Punkte verloren. Mist.
Die 1er, 3, 4er. Aber jetzt wird's was. Ich glaub's nicht. Dann brauchen wir ein bisschen Glück jetzt. Also wir nehmen uns die 1er und die 6er. Ah, geht nicht, weil ich muss 3 nehmen. Dann machen wir Punkten und fortfahren. Hoffen wir auf den nächsten Wurf. Jetzt glaube ich, habe ich es. Wie viele Punkte es gibt, bin ich froh, dass das Computer das gerade ausrechnet. Nichts gewürfelt. Das sollte KI mal machen hier. Vorbei. Tja, die 1. Punkten und fortfahren. Drei Sechser. Wir machen Punkten und passen. Wir nehmen die Punkte jetzt mal mit. Okay, kleines Spielchen. Ich glaube, ich werde da durchaus öfters mal hinkommen. Ich habe es jetzt, ich sage jetzt mal zu 80% verstanden. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen.